Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Sie hat schon die nächste Tür aufgemacht. Ohne euch? Ja, helfen wir Heiner ja weiter. Wir sind zwei wehrlose Mönche, diesen Ort lebend verlassen. Wir helfen Heiner bzw. Hammer. Ich finde den Namen trotzdem cool. Hammer Time. Gut, hier ist die nächste. Ich stelle mich wieder an die Quelle, um das Wasser zu sammeln. Wir helfen ihr weiter, den Krug zu füllen. So, verdammt, jetzt haben wir's. Oh, fantastisch. Ich muss nur warten, bis es aufhört zu laufen. Der Krug müsste einen flachen Boden haben, damit man ihn auch mal abstellen kann. Aber so würde er nur umkippen. Und was sollten wir dann tun? Oh nein, sie kommen! Wo kommen sie? Ihr seht, ich bereite ja schon meinen Zauber vor, damit ich das da machen kann. Diesen Kerlen ist es wohl egal, womit man sie trifft. Weil den können sie ihr nämlich nichts. Ja, guter Schuss. Mist. Ich erwisch ihn nicht jetzt. Ich dachte, ich darf nicht von der Platte runter. Das heißt, ihr wisst schon. Kommen wieder welche? Drei Stück gleich. Schuss. Okay, Double Kill. Mit euch will ich mich nicht anlegen. Habt ihr dafür auch genug Munition? Mehr als sie noch. Was mein Vater wohl dazu sagen würde. Ja, ist fast voll, das Ding. Vielleicht kommt noch eine Welle. Ja. Sind gute Ziele, findet ihr nicht? Ha! Wenn ihr so weitermacht, sind wir hier bald fertig. Voll, also zurück zur zentralen Kammer. Läuft doch erste Sahne, Leute. Es müsste nur noch ein Raum übrig sein. Haben wir doch richtig gehandelt, indem wir einen Zeitzauber erhöht haben. Was könnte man jetzt eigentlich noch? Nur Zauber, will ich nicht. Ich werde tatsächlich bei, was in aller Welt war das? Dem Zeitzauber bleiben. Bereit für was auch immer das war. Na ja, komm rein. Letzte Kammer öffnen und Attacke geht's los. Und weiter geht's. Wo zur Hölle? Hey, zurück! Wer weiß, was auf der anderen Seite ist? Ob's ihm gut geht? Ja, nun? Okay, ich mache mir langsam wirklich Sorgen. Was soll ich machen? Was? Er hat halt mal eben einen Untoten zerlegt. Was ist das denn? Tja, der nimmt halt alles im Mund. Hab ich ja im letzten Part schon gesagt. Aber du bist ein guter Hund und hast angegriffen. Braver Hund. Reißt du hohlen Männern die Köpfe ab? Das sieht so aus. Bist du das? Bist du das, mein Kleiner? Ein toller Begleiter. Er soll mich bitte nicht mehr abschlecken. Sollen wir? Ja. Sehr schön. Horst ist klasse. Davon wird er sich nicht erholen. Gut so. Nieder mit ihnen. Also ich krieg so ein bisschen Blutrausch gerade, kann das sein? Ganz ehrlich, ihr könnt wirklich einiges. Ihr werdet sicher einige blaue Flecken haben. Blaue Flecken jucken mich aber nicht. Erledigt. Oh, hat sicher wehgetan. Wenn die überhaupt etwas spüren. Ich spüre nichts mehr. Hallo. Wie schmeckt dir das, du hohler Wicht? Hey,
Nein! Nur weiter so! Ich könnte die Schnelligkeit schon wieder erhöhen. Oh, wirklich beeindruckend! Kopfloser Hohler, Mann. Meine Güte! Da hat sich unser Hund schon begnügt. Ihr könnt uns doch hier rausholen, oder? Jawohl! Haltet weiter drauf! Aua! Gut, dass ihr hier seid, sonst wäre ich in Schwierigkeiten. Ey, ich wollte mich eigentlich wegrollen. Das war irgendwie die falsche Richtung. Na, dem konnten wir halt nicht mehr die Birne wegschießen. Ihr habt sie alle getötet. Ich habe schon angefangen, mir Sorgen zu machen. Für einen Moment. Ich danke euch. Ihr wart fantastisch. Weiter geht's. So, der letzte Raum. Stellen wir uns doch gleich mal auf die Plattform. Ich werde mir aber mal einen Heiltrank gönnen. Gegenstände. Was haben wir verpflegungstechnisch denn noch dabei? Das ist er. Das ist der letzte Raum. Wir müssten bald am Ende sein. Hoffentlich habe ich diesmal auch recht damit. Ich glaube, das da ist die letzte Platte. Fürsten des Lichts, segnet dieses Wasser, damit neues Leben daraus entsteht. Wir erwachen wie das neue Leben. Das hört sich doch gut an. Aber das nächste Mal Vorschlag, einen vollen Bottich Wasser mitnehmen, dann brauchen wir nämlich bloß einen Raum säubern. Schwester Hannah! Wie? Bruder Robin? Was ist los? Euer Vater! Einer von Luciens Schergen hält ihn als Geisel beim Tempel gefangen. Er ist bewaffnet. Ich muss Vater retten. So. Los, wir müssen zum Tempel. Das machen wir doch glatt. Einer von Luciens Schergen ist beim Tempel. Schnapp ihn dir. Vielleicht lassen wir lieber Hannah schnappen. Ich meine, sie ist ja jetzt gerade so auf Modus, sag ich mal. Sie wird jetzt abgehen wie Schnitzel. Aufnahme läuft alles noch. Habe ich toi 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 bei dem Let's Play noch keine Schwierigkeiten gehabt mit der Technik. Was, du hast noch einen Schatz entdeckt, wo, wie, was? Ha, den nehmen wir noch schnell mit. So viel Zeit muss sein. Ein Hauptstärketrank, den nehmen wir gleich. Und dann gucken wir mal, was da los ist. Hannah rennt wie Erkstörde los. Ich glaube, die holen wir mal aus der Scheiße raus. Ist besser. Hat da irgendwas gefunkelt? Mich getäuscht. Ich kann gerade nicht schneller laufen. Alles in Ordnung. Ich kann gerade leider nicht schneller laufen. Zu Luciens Männern. Gehörte gleich. Ihr kommt mit mir oder er stirbt. Niemals. Lasst ihn gehen, bevor ich euch wehtue. Wollt ihr auch sterben? Okay, Vater ist leider tot. Vater! Ich hätte ihn aufhalten können! Dummkopf! Du armer Irrer! Ich hätte ihn aufgehalten vorher! Die goldene Eiche als Grabstein. Vergib mir, Vater.
Nicht, dass ich den Eid breche, sondern dass ich es nicht früher tat. Ich habe nie hierher gepasst. Das wussten wir beide. Jetzt lege ich ein neues Gelübde ab. Lucien wird für seine Taten sterben. Das ist, glaube ich, nicht das Netteste, was ich hier treibe. Schwester Hannah, der Segen. Übernehmt das. Wir erwachen wie das neue Leben. Ich komme vor allen Dingen aus dem Modus, nehmen wir da raus. Auch wir zur Erde zurück. Das war's also? Mein Vater ist fort. Die goldene Eiche gedeiht wieder. Geht das Leben jetzt weiter wie zuvor? Warum zum Donnerdrummel schreist du mich an? Die anderen Mönche denken das vielleicht, aber ihr wisst es besser. Wo kommt ihr her? Wer seid ihr? Jemand, der euch von Lucien berichten kann, wo er ist, was er plant und wie ihr euch an ihm rächen könnt, wenn ihr es hören wollt. Ich möchte alles erfahren. Dann kommt mit mir, Schwester Hannah. Ich heiße Hammer. Nice. Ein cooler Charakter, wie ich finde. Ich habe Hammer zur Gilde gebracht. Gut gemacht, Heldin. Wir können ja Schnelligkeit oder sowas steigern. Dachte ich eigentlich. Da. Fertigkeiten, jawohl. Können und... geht natürlich auf Schnelligkeit. Wunderbar. Bisschen spiegig und herrlich leid. Du hast den ersten von drei Helden gefunden. Die Vereitelung von Luciens Plänen rückt einen Schritt näher. Das ist ein Schlüssel? Hammer wird Zeit brauchen, um ihren Kummer zu überwinden. Länger dauert es, ihre Rolle bei Luciens Fall zu erklären. Das ist eine gute Gelegenheit, deine Ausrüstung zu verbessern. Wieso, die super? In Bowerstone gibt es einen Schlussverkauf. Der könnte sich lohnen. Ja, wenn sich so schon ansetzen, kann es tatsächlich sein, wenn du bereit bist. Dass es gut ist. Und dann gehen wir halt noch in die Gilde. Das schaffen wir heute, glaube ich, noch. Naja, nicht der Überhammer, aber... nehmen wir es mal mit. Gibt es hier unten vielleicht noch was Interessantes? So am Strand. Platsch, ja, du musst gleich wieder ins Wasser, ne? Ach, Hund, 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 Hund. Du, ne? Ach, geh weg. Kannst sie woanders schütteln. Ich mag ihn ja auch, wenn ich schimpfe über ihn. Bowerstone, sagen sie. Denn, beam me up, Scotty. Bowerstone, Markt. Stadtzentrum natürlich. Und dann jetzt mal hier noch ein bisschen handeln. Wobei ich glaube echt nicht, dass ich bessere Waffen kriege. Aber vielleicht haben sie... weil hier ist voll öde. Vielleicht haben sie ja das Inventar erweitert. Schauen wir mal. Ihr seid hier immer willkommen. Also das ist alles nie neu. Nö. Also da brauche ich nur wirklich nix. Wo war der Schneider? Wir haben Geschäftsschluss. Hey, was wollt ihr tun? Jetzt machen sie schon wieder zu. Moment. Ich habe auch als einfache Wache angefangen. Dann habe ich den ersten Fall gelöst. Ich möchte euch bitten zu gehen. Ach, zu spät. Verdammt. Egal. Wir sind ausrüstungstechnisch eh ganz gut bedient. Was soll der Gott? Der Held des Willens ist denn das nächste, oder was? Na denn? Ab in die Gilde. Gucken wir noch, was Theresa zu uns zu sagen hat.
Da bist du ja. Der zweite Held, der Magier, ist in Brightwood. Dort gibt es einen Willenskraftanwender namens Garth. Erinnerst du dich? Er war in jener Nacht im Schloss, als Lucien Rose getötet hat. Der kam uns auf dem langen Gang entgegen. Das habt ihr mir nicht gesagt. Wie sollen wir ihm trauen? Garth glaubte, dass Lucien sich aus reinem Interesse mit dem Alten Reich befasste. Und Lucien glaubte, dass Garth nur ein brillanter Gelehrter war. Als sie die Wahrheit übereinander erfuhren, zerbrach ihr Bündnis schnell und blutig. Garth ist beim Brightwood-Turm. Ich hatte eine Vision, in der er an einer alten Technologie arbeitete. Er will Lucien aufhalten, aber er braucht Hilfe. Geh zu ihm und erzähl ihm von unserem Plan. Gut. Hammer, ihr solltet hierbleiben. Warum? Ich bin bereit. Lucien sucht weiter nach Helden. Hier seid ihr sicher. Gut. Aber ihr werdet mich nicht aufhalten, wenn es ums Kämpfen geht. Hier ihre Einstellung drastisch geändert, die Gute. Mein Vater dachte, sein Glaube könne ihn vor der Welt schützen. Ab nach Mauertümpel und dann geht's weiter mit der Mainquest. Aber ich glaube, das wird in dem Part hier nichts mehr. Wenn ich so auf die Uhr linse. Es ist schon wieder soweit, den Part zu beenden. Und dann sage ich an dieser Stelle, macht es gut bis zur nächsten Folge, wenn wir uns auf die Suche nach dem zweiten Helden machen, nach Garth. Ciao.